Willkommen zum nächsten Spitzenspiel. Diesmal ein Spitzenmatch um die Meisterschaft unserer FIFA 18 Online Bundesliga. Bei uns steht nämlich Bayern München nicht auf der 1, sondern momentan nur auf der 2. Auf der 1 steht Hoffenheim. Aber die haben an diesem Wochenende nur unentschieden gegen Köln gespielt. Das heißt, die Chance für Bayern vorbeizuziehen, aber auch für Dortmund, die können ebenfalls vorbeiziehen. Denn die sind zwar auf Platz 3, allerdings punktgleich mit Bayern München. Im Hinspiel hat Bayern 5:1 gewonnen. Aber in der letzten Saison haben beide Duelle die Borussen für sich entschieden. Das heißt, auch wenn das Hinspiel ziemlich deutlich war, muss es nicht unbedingt heißen, dass jetzt auch das Rückspiel an die Bayern geht. Unsere Software sagt, die Bayern haben einen kleinen Vorteil. 3:2 setzen sie sich in diesem packenden Duell durch. Ich schaue mal ganz kurz auf die letzten Ergebnisse. Das ist ziemlich identisch. In den letzten 3 Spielen hat Bayern als auch Dortmund 2-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt. Beide hatten dabei einen 8:4 Erfolg. Dann hatten die Bayern einen 6:3 Erfolg. Bei Dortmund hieß es sogar 6:1. Also es sind hier sehr, sehr viele Parallelen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Schiris machen auch jetzt eine gute Leistung. Und dann ja, tippt auf ultimate-kicker.de. Ah, 18.30 Uhr, ja, da kann es doch nicht dunkel sein, ne? Wir sind ja am Ende März. Bayern München gegen Borussia Dortmund, das El Clásico der Bundesliga. Jascha darf es pfeifen. Ja. Dortmund wird Anstoß haben, also Icke. Los geht's. Oh, es kribbelt in den Fingerchen. Mhm. Geht schon scheiße los. Egal. Thomas Müller am Ball. Robben. Der ist schnell für sein Alter. Und da ist es auch schon passiert. Ja! 2 Minuten. Das früheste Tor des Spieltages. Ja. Das kannst du kaum noch toppen. Ja, da hat Dortmund den Ball eigentlich gehabt, aber da war ja, er hier. Genau da und dann war offen. Naja, was soll's. 1-0, Robben. Und die Stimmung ist aber auch laut hier. Ich höre mein eigenes Wort nicht. Also aktuell Bayern Tabellenführer. Aktuell. Oh. Ja, da wollte Dortmund sofort antworten. Ja. War der nicht schon weg? Neuer packt erstmal zu. Ja, Kimmich hat den Vertrag verlängert. Ah ja. Bis 2023. Tor von Tolisso! Den kannst du nicht besser schießen. Nee, der war unhaltbar. Best of, und jetzt müssen wir mal schauen. War das Latte, war das Kurzen, war das Bein? Boah, Alter. Tolisso, der war eigentlich gar nicht drin. Überhaupt nicht drin. Martin ist mal drin. Hat gesagt, nein, ich will Tolisso haben. Jetzt gucken wir mal genau. Unterlatte. Ja, Unterlatte. Ja, die kannst du nicht besser schießen. Meine Fresse, was für ein Traumtor. Tolisso. Pah. Ja, 7 Minuten gespielt, 2-0 Bayern, ganz geil. Aber Führungen haben an diesem Spieltag bisher noch nichts zu bedeuten gehabt. Aber das war... Boah. Endlich mal ein Best-of von mir. Ja, das war richtig geil. Oh, super gemacht. Ecke. Okay. Oh. Ja, ja, 3-0. Was ist denn hier los? Boateng. Oh, 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 oh. Ja, du kommst halt auch verdammt gut mit den meisten Bayern, klar, weil du die meisten Mittelteam hast. Ja, die,
Die Truppe kenne ich im Prinzip. Ja, ja. Bis auf, deswegen wollte ich Tolisso ja auch dabei haben. Der war gar nicht gesetzt, aber mit dem spiele ich, den kenne ich. Oh Junge, da musst du doch mal ran, entgegengehen. Kannst du nicht einfach hinter Boateng stehen bleiben? Es läuft überhaupt nicht. Kein Zugriff. Ah, das war zu schwach, Robben. Schade. Ich glaube, bis auf Müller ist das auch wirklich gesamt mein Ultimate-Team. Ich glaube ja, ne? Nur Müller nicht. Alle anderen spiele ich genauso. Ah ne, Ribéry auch nicht. Ribéry links auch nicht. Das sind wirklich die einzigen beiden Ausnahmen. Ansonsten ist das mein Ultimate Team. Oh, das war stark gespielt. Oh, das endlich! War gut. Da ist das 3-1. Ah, das war gut gespielt. Oh, das könnte ein Match werden. Oh, oh. Das war aber auch England. Mein Gott. So, Pulisic. Den wollte ich eigentlich gar nicht erst mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, komm, mach's. Der macht eine gute Partie. Ja, jetzt hat er den Ball schon wieder. Der macht eine gute Partie bisher. Schön. Hä? Oh, das hätte ich jetzt anders gesehen. Okay. Okay. Oh. Oh, Birki, der wusste das, der hat sich nicht bewegt. Ah, aber da hat nicht viel gefehlt. Nee. Aber das hat er gerochen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Müller nochmal. Ah. Eieieiei. Oh, da kriegt direkt Bronchitis hier. Lewandowski. Da geht keiner mit, die bleiben einfach stehen. Guter Block von Boateng. Oh, oh, oh. Schön. Ah. Ja, ich hatte mir den zu weit vorgelegt, dann kam ich nicht mehr hinterher. Oh, du sollst doch direkt kein Steilpass hier. Oh, jetzt habe ich die Jascha weggeschubst. Sehr schön gemacht. Oh, das war geil gespielt. Genau so wollte ich. Tja, ja. Oh, das könnte böse ausgehen. Oh, der war zu. Oh! Da muss er entgegengehen. Das war jetzt blöd.
Komm weiter, weiter. Müller! Oh! Deswegen spielst du nicht im Ultimate Team. Ah! 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 Hammerheftig! Schade. Hä, hey, wieso kriecht der denn noch? Oh, ist er blöd? Jetzt krieg ich eine gelbe Karte. So unnötig. Ja, ich krieg aber auch eine. Für den Lewandowski-Knaller gerade. Lewandowski-Knaller. Hey! Ja, hau den weg da. Ich gewinne keiner Zweikämpfe gar nichts. Oh, wow! Ey, das kann nicht sein. Jeder Schuss ist drin. Ja, mit dem bin ich eingespielt. Und ich muss sagen, ich merke nach meiner Taktik, das müssen meine Spieler sind. Geil. Nichts geht durch. Alter, das kann doch nicht sein. Nee, ach Quatsch. Wehe, der kriegt jetzt gelb-rot. Nee, ein anderer. Ich glaube, das ist noch für die Kretsche davor, oder? Nee. Ich könnte kotzen hier. Ganz stark gemacht. Alter. Was soll ich da machen? Ich finde das so scheiße, wenn der Freistoß losgeht und ich die Mauer benutze, dass sie da festhängt. Ja, das hatte ich ja auch schon mal gesagt vor ein paar Spieltagen. Das ist echt kacke. Dass die sind wie angetackert, bewegen sich nicht. Das ist scheiße, ja. Ja, das ist... Oh Gott, geht das so weiter, finde ich jetzt hundertprozentig zweistellig. X1 zur Halbzeit, ey. Mein Gott. Ich glaube, so gut hatte ich mit Bayern noch nie gespielt. Mit denen hatte ich sonst immer manchmal meine Probleme. Das ist ja. Ja, mittlerweile, ich merke echt, dass ich ganz anders spielen kann, weil ich die Leute alle kenne. Mir ist gerade kotzübel. Na, glaube ich. Vor zwei Spielen war mir das auch. Als ich Augsburg hatte. Und da keiner reinging. Oh, das habe ich scheiße gemacht. Ja, renn daneben. Ach, das ist doch... Was hat der denn jetzt gesehen? Na gut gelöst. Das war stark. Ja, bleibt der stehen! Oh! Leute! Alter, ich drück B, ich bin dem Knopf am Vergewaltigen. Dass der schießen soll. Nö. Alter, was macht ihr denn jetzt? Jetzt geht los hier. Hallo. Oh, ihr seid... Das ist jetzt... Das ist, was war das jetzt für eine Aktion? Eieiei. Da ging gar nichts mehr. Ja, aber Dortmund kriegt ja auch generelles Problem. Das ist ein kleines Sturmproblem vorne. Ja. Der Gang von Chelsea geliehen wurde, wird wieder gehen. Ja, das wird echt. Also ich bin gespannt, wie sie den versuchen wollen zu halten. Ja.
Nee, ja, also die kriegen sie nicht gehalten. Da glaube ich nicht. Die müssen jetzt schon nach einer Alternative schauen. Ja. Weil Chelsea sieht sich das ja an, was der leisten kann. Ja, und vor allem gibt es ja mittlerweile so viele Vereine, die den haben wollen und richtig gutes Geld bezahlen würden. Da kann Dortmund auch gar nicht mitbieten. Die haben ja selber keine Option und das wird nichts. Die müssen im Sommer einen anderen Spieler verpflichten für den Sturm. Können ja Aubameyang kaufen. Oh, warum, also, dann pfeif gleich, du Vollidiot. Ja, das war wieder sehr spät. Er war total beknackt. Ja, Müller. Ey. Nee, Kimmich. Echt jetzt? Oder? Mein Kimmich. Ja. Schön. Aber sowas ist haltbar. Nein. Nein. Mucke, bleib ganz ruhig. Ja. Oh. Mann! Abseits, oder? Zählt. Nein. Oh, also so ein Fehler. Das darf so eine Spitzentruppe wie Bayern nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wir hatten den Ball uns schon wieder selber hergeschenkt. Oh, schade. Warum kriegst du den? Ich hab gar nichts gedrückt. Das ist natürlich scheiße. Wenn der Spieler einfach so grätscht. Nochmal. Da, oh Gott. Das war schwach. Das war gut und wichtig. Ja, klar. Das hätte ich jetzt andersrum gepfiffen. Ah, jetzt brauchen wir ein bisschen zu lang. Das hätte er gepfiffen? Käse. Oh, Leute, also diese Fehler dürfen echt nicht sein. Das. Oh. Oh, Reus! Oh Gott! Der muss natürlich auch rein. Der muss rein! Ja, den habe ich auch drin gesehen. Ich wollte schon sagen, also zu Recht bestraft jetzt hier für diese blöden Fehler. Oh, Jungs, ihr müsst da auch mal ran. Oh, ihr könnt doch nicht Lewandowski so frei laufen lassen. Ja, ich verzogen. Also momentan sieht es wirklich so aus, wenn Bayern wieder Tabellenführer wird, das stimmt. Aber mal schauen. Wir haben bei FIFA auch schon so vieles erlebt. Ich darf das Spiel auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Dafür mache ich auch im zweiten Durchgang zu viele Fehler. Muss man auch sagen. Boah, schön durchgelassen. Müller nimmt Maß und den hau ich gut rein. Kein Kommentar mehr.
ran. Sieht schon wieder so ein Kack, ja, Ecke. Nö, doch. Doch. Ja, weggeschubst. Also ganz ehrlich, das musst du pfeifen. Oh, Müller, das war schwach. Und nochmal. Jetzt gibt's den Freistoß. Ja, also das war wieder ein sehr schönes Beispiel. Das darf uns gar nicht passieren. Unnötig bringen wir uns jetzt hier schon wieder in Gefahr. Boah, gut. Was? Du hast ihn doch berührt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wahrscheinlich durch Kimmich die Beine. War am Ball. Kimmich war am Ball. Ach, das ist doch alles beschiss jetzt hier. Meine. Oh. Stark. Jetzt Kimmich, ne? Ja. Jetzt haben wir es wirklich gesehen. Oh! Nein! Nein! Ja! Ja, das ist doch eine Scheiße, Alter. Was sind das für Gegentore hier? Oh Gott. Aber wie Neuer den ersten noch gehalten hat. Aber, boah. Das war geil, aber was sind das für Gegentore? Oh, wie er den noch gehalten hätte, so gepasst. Mit der Latte. Ich glaube, Jamolenko war da. Ja, ja. Er war ja doch mit Torschütze. Ey, das gibt's gar nicht. Bayern. 4 Gegentore und. Also, das ist, kann man als Eigentor hier schon kennzeichnen. Oh, doch nicht. Das war jetzt doppelt schlecht. Ja, Freunde, liebe BVB-Fans, ich hab hier... Ach, komm! Hätte ich nicht gepfiffen. Ich auch nicht. Ich hab hier alles gegeben. Aber die Anfangsphase, erst 10 Minuten, da war das Spiel schon gelaufen. Abseits! Abseits-Tor. Lewandowski mit dem Abseits-Tor. Ja. Schade. Ja, so wollte ich den auch haben, ne? Oh, was war das denn für ein Schuss? Der sollte ganz, ganz anders. Da muss man einfach nur reingrätschen und man hat den Ball. Da Castro hat es vorgemacht, wie es geht. Ja. Das war's. Noch nicht ganz. Jetzt pfeifst du ab, weißt du? Also, Bayern gewinnt, ist Tabellenführer. Dortmund bleibt auf jeden Fall auf der 3. Ist 3 Punkte jetzt hinter Bayern und ich glaube 1 Punkt hinter Hoffenheim oder 2 Punkte. Und ich habe in der nächsten Partie Matchball. So, bis dahin schreibt viele und fleißig Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch dieses Top-Spiel gefallen hat. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Partie. Tschüss. Tschüss.